Puccini war in seiner Oper sehr inspiriert von dem wunderbaren Roman von Henri Murger, in welcher der Autor seine eigene Jugend beschreibt, seine eigene große Liebe beschreibt und auch die Begegnung mit dem Tod. Und diese Themen sind auch in unserer Inszenierung sehr präsent. Eine Inszenierung, die auch sehr von der Jugend der Darsteller leben wird. Manchmal sind wir bei der Arbeit ganz überrascht, wie sich tatsächlich die Existenz dieser jungen Künstler verschmilzt mit der Existenz der beschriebenen Figuren. It's my first Mimi. I think she's a young girl who, yeah, has experienced maybe a little bit of life before she meets Rodolfo, but she's experiencing now this completely overwhelming love of her life. So I guess, yeah, we've all experienced that. Sing Puccini is always a challenge. Maybe because his operas are so famous, his characters as well. Es ist der gesamte Chor auf der Bühne, der gesamte Kinderchor, die Solisten, es gibt drei Tänzer und auch noch Artisten. Und das macht diese Komponie so speziell, weil ich glaube wirklich, alles ist geschrieben, auch für die Bühne, für wie soll man das spielen. Die wichtige Sache ist die Klarheit. Jeder liebt zu weinen für dieses Oper.